Hi, Vlog. Ja, ich bin gerade unterwegs im Auto. Donnerstagnachmittag. Grün Donnerstag heißt das, glaube ich. Ja, morgen ist Karfreitag, Ostern ist am Start. Also habe jetzt auch gleich Feierabend, denke ich. Ich glaube, heute Abend werde ich nichts mehr machen. Ich konnte vorhin nicht vloggen, weil ich kaum sprechen konnte. Es war alles noch betäubt. Ich hatte nämlich heute Morgen einen Zahnarzttermin. Und deswegen gab es da nicht so viel. Und habe dann heute Nachmittag halt ein bisschen Sachen abgearbeitet am Rechner, wenig nicht telefoniert, sondern alles per E-Mail dann gemacht. Ich habe ein Angebot noch abgegeben für eine Mitarbeiterschulung zum Thema Social Media Grundlagen. Bin mal gespannt, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Kann das ja auch so Schulungen von meinen Fotoworkshops noch und hätte da auf jeden Fall Bock auch, da noch weiter mehr Schulungen zu machen. Habe ich schon so ein paar Mal gemacht, aber ja, mehr ist immer gut. Daher freue ich mich, wenn das klappen würde. Ansonsten, ja, wahrscheinlich, wenn dieser Vlog online geht nächste Woche oder so, ist das Thema wahrscheinlich schon wieder durch, aber gerade wird viel diskutiert über Delayed Facebook, ne? Also große Firmen wie Tesla haben ihre Facebook-Seite gelöscht. Ich weiß gar nicht, wer noch, ich habe es vorhin gelesen, fällt mir jetzt nicht ein. Und viele Menschenprofile werden auch gelöscht, irgendwie löschen ihre Profile oder wollen einfach nicht bei Facebook gerade aktiv sein wegen dieser Datengeschichte, angebliche Manipulation ja dadurch dann Wahl in USA von Trump und Brexit und ja, also ich denke ja immer, das wird alles heißer gekocht, als es dann gegessen wird, vermutlich werden nächste oder übernächste Woche alle wieder bei Facebook sein oder das wieder nutzen. Man erinnert sich an WhatsApp, als das von Facebook gekauft wurde, haben auch viele gesagt, boah, ich benutze WhatsApp jetzt nicht mehr, sondern nehme jetzt, keine Ahnung, wie ist das, Telegram oder Trema oder so. Also ihr könnt ja mal gucken, wer Telegram und Trema noch benutzt. Ich kenne keine Leute so wirklich, so eine Handvoll vielleicht, die das nutzen, aber die meisten benutzen halt wieder WhatsApp, weil es halt jeder benutzt und da war es dann auch egal. Also es ist, wie gesagt, das ist ein Thema, was heißer gekocht als gegessen wurde und deswegen denke ich, das wird auch so sein, dass die Leute weiterhin Facebook nutzen und sie einfach mal vor Augen führen, was sie halt akzeptieren, wenn sie die AGB akzeptieren, dann weiß man halt, dass Facebook alles mitliest und alles analysiert, was du so machst auf der Plattform. Und klar, wenn da natürlich irgendwie illegal Daten abgegriffen worden sind von dieser Firma da aus England, da muss man das natürlich analysieren, da muss Facebook da einen Riegel vorschieben, aber wenn man einfach die Daten nimmt, die Facebook einem zur Verfügung stellt, hat man auch echt viele Möglichkeiten, Zielgruppen einzuschränken, denen personalisierte oder fast personalisierte Anzeigen auszuspielen. Und ja, da kann jeder selber diese Möglichkeit auch nutzen für sein Marketing. Und um jetzt nochmal auf diese Wahlmanipulation zurückzugehen, also ich denke ja, dass es hat ja dann die Hälfte der Amerikaner hat zum Beispiel Donald Trump gewählt. Und das war jetzt nicht, weil die eine Werbung bei Facebook gespielt haben. Also man muss ja davon ausgehen, ne? Werbung, Marketing unterstützt ja einfach nur eine vorhandene Absicht. Also wenn ich überlege, möchte ich jetzt das neue iPhone kaufen oder nicht und sehe dann irgendwie eine coole Werbung oder ein interessantes Video zu dem neuen iPhone, dann unterstützt es natürlich meinen Wunsch, das zu haben. Und genauso ist es meiner Meinung nach bei den Wahlen gewesen. Also die Hälfte der Amerikaner wurde jetzt nicht manipuliert und dass dann Donald Trump gewählt wurde, sondern die wollten den eh schon vielleicht wählen und genauso beim Brexit. Deswegen mal schauen, ist natürlich klar, Daten dürfen nicht irgendwie rausgegeben werden von Facebook, das darf nicht sein eigentlich oder nicht so in diesem Maße vielleicht, wenn das illegal war, irgendwo irgendeine Schnittstelle, dann muss da natürlich was passieren und ich glaube, ich habe vorhin was gelesen, Facebook ist da schon an was dran oder ist schon die ersten Umsetzungen gemacht, glaube ich. Aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt sich alle Menschheit von Facebook abmelden wird. Dafür sind wir einfach zu sensationsgeil, wollen wissen, was unsere Freunde machen, wollen halt von den Firmen, von den Organisationen Sachen mitbekommen, die uns interessieren, von Newsseiten etc. Und deswegen wird Facebook dann doch erhalten bleiben. Und wie gesagt, wenn das Video online ist, ist wahrscheinlich schon so passiert. Kannst ja mal deine Meinung mir schreiben in die Kommentare, eine Nachricht oder so, würde mich echt interessieren. Ich hoffe, du hattest schöne Ostern. Ich werde die Tage vermutlich auch fast frei gehen. Ja, so ein paar Sachen muss ich noch vorbereiten. Also fast frei. Bis dann.